Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Curling 2012. Was ist das hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber gut. So, jetzt auf einmal von der anderen Seite. So, wir wollen jetzt versuchen, hier mal einen Stein irgendwie ins Haus zu bringen. Und naja, ich bin mal gespannt, ob es hinhaut. Ich habe jetzt mal hier so knapp neben dem Logo anvisiert. Beim ersten Mal ist der nämlich zu weit gegangen. Ich hoffe mal, dass es jetzt passt. Oh, der sieht sehr schnell aus. Der sieht sehr schnell aus. Oh. Ja, das ist natürlich nicht gut. Also wir müssen, denke ich mal, vor der Linie dann anvisieren. Wenn wir die richtige Länge haben wollen, da müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen ausprobieren. Ja, der Vorteil jetzt natürlich bei den Amis. Die haben jetzt nicht nur quasi den ersten Stein, sondern auch den letzten. Ja, müssen wir uns so ein bisschen erwehren. Ja, wir warten einfach auf Fehler von den Jungs und mal gucken, ob das dann hinhaut. So, wir bekommen keine Anzeige, aber wir können uns das hier ungefähr selber ausrechnen. Ich würde den ganz gerne zur Seite schieben und unseren dann ins Haus. Ich hoffe mal, dass unser jetzt nicht zu doll ist. Dass der hier dann einmal rüber geht, aber ich denke mal, das sollte schon klar gehen. Oh, der ist zu langsam. Boah, das gibt's ja gar nicht. Naja, vielleicht ist das taktisch irgendwann nochmal interessant, dass der jetzt da liegt, aber so gesehen ist es jetzt erstmal doof. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich hier... Ja, mal gucken, ob der Einstein von sich hier drin lässt. Ist es schon mal gut, dass wir hier im ersten Frame, ich weiß nicht, ob das Frame heißt, aber dass wir hier im ersten Durchgang schon mal zwei Punkte gemacht haben. So, und der trifft nicht, der geht durch, aber er bleibt liegen. Also so schlimm war es jetzt nicht für ihn. So, ich frage mich, warum, wie wir hier... Was ist das hier überhaupt? Ach, hiermit... Ah, gut, dass wir es ausprobiert haben. Okay, hiermit können wir dann die Richtung, von der der Stein kommen soll, einstellen. So, und wenn wir es so machen, sollte es eigentlich glatt gehen, dass wir hier unseren ersten Stein platzieren können. Ja, und das Ziel ist natürlich, wenn möglich, hier einen Punkt zu machen. Für uns, wird aber nicht einfach sein, weil er halt den letzten Stein hat. Das ist halt elementar wichtig beim Curling. Na, seiner geht noch raus. Ja, knapp, aber okay. Ja, entweder, dass wir hier einen Punkt machen natürlich, oder dass er nur einen macht und nicht zwei. Wenn er nämlich einen macht, dann haben wir im nächsten Durchgang nämlich wieder den letzten Stein. Wenn wir den Punkt machen, dann hat er auch im nächsten. Oder wenn es 0 zu 0 ist, hat er auch im nächsten. Also wir versuchen schon Punkte zu machen, logischerweise. Aber halt, wenn nicht, dass er dann maximal, und der bleibt hier noch am Rand, dass er dann maximal einen Punkt macht. Das wäre für uns schon gut. Dann steht es 2-1, wir haben den letzten Stein im nächsten End. Hier steht es ja. Und das wäre schon vernünftig. Ja, so können wir es, denke ich mal, spielen. Dann sollte der von uns auf jeden Fall sicher hier drin bleiben. So, hier kann man auch so ein bisschen hier eine Kameraperspektive, aber das ist ja schon okay so. So, der ist ganz schön schnell. Aber bremst halt auch abrupt ab, weil die komplette Energie halt auf den anderen Stein dann rüber geht. So, der macht jetzt natürlich wieder das Gleiche und so weiter und so fort. Also, wenn das so weitergeht, dann haben die Amis dann einen Punkt gemacht in diesem End.
Und ich denke mal, damit können wir wirklich gut leben. Jetzt hauen wir seinen wieder raus. Dann hauen die unseren wieder raus. Und am Ende haben die dann einen Punkt gemacht. Und alle können zufrieden sein. Wir führen immer noch und haben dann den nächsten letzten Stein. Und wer weiß, vielleicht macht er ja zwischendurch sogar mal einen Fehler. Oder dass wir irgendwie versuchen, unseren mal hier zu verstecken. Auch wenn das Risiko natürlich besteht, dass wir unseren denn raushauen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich probiere hier mal so ein bisschen rum. Damit wir vielleicht denn unseren Stein, naja gut, am Ende kann er immer nachziehen. Also den kann er zur Not, wenn er unseren nicht erreicht, den kann er ja einen so platzieren, dass der einfach hier in der Mitte liegen bleibt. Und lacht sich dann einen ab, dass wir hier versuchen uns zu verstecken. Aber mal gucken. Aber soweit haben wir es jetzt erstmal unter Kontrolle. Aha, das ist ja auch mal interessant. Versucht er seinen hier etwa auch noch zu platzieren, oder was? Jetzt bindet der die da außen mit ein und das ist, glaube ich, sehr, sehr fehleranfällig. Da sollte der mit aufpassen, weil wenn er nicht schafft, hier unseren rauszukriegen, dann hat er ein Problem. Ja, hat aber gut gemacht. Ah, und seiner liegt hier sogar noch näher drin, ne? Aber der hier ist ja auch noch, liegt ja auch noch viel besser als der hier. Also, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass er den gelben hier reingekriegt hat. Naja, von hier sieht es ja ziemlich gleich aus, aber von oben sieht man schon, dass der hier deutlich weiter drin ist. Also, wenn man das hier so macht, sieht man es auch ganz klar. Man kann auch mal von hier gucken, also man kann sich das in Ruhe von allen Seiten anschauen. Ja, was machen wir nun? Also ich würde einfach sagen, wir halten einfach an unserem Spiel fest, hauen immer seinen raus und dann, solange er nicht unsere beiden hier dann rauskriegt und dann am Ende den hier noch näher hat als den, den er dann zuletzt als letztes spielt und dann auch zwei Punkte macht, ist alles gut. Also müssen wir einfach nur aufpassen, dass er nicht beide Roten mit einem Zug von uns rausbekommt. Also den hier nicht. Den einen, den macht er sowieso immer. Aber der hier muss drin bleiben. Deswegen spiele ich den auch so weit nach links, wie es irgendwie nur geht. Damit er gar nicht erst die Möglichkeit hat, hier irgendwie beide rauszunehmen. Das darf und sollte nämlich nicht passieren. Ah, jetzt spielt er seinen gelben, dass der wieder hier ist. Wir spielen dann unseren roten wieder, dass der wieder hier hingeht. Und dann ist das dann ein 1:0 am Ende für ihn. Und wir haben dann in der nächsten, im nächsten Durchgang dann den Vorteil. So einfach ist das. So, wo man natürlich auch aufpassen muss. Ja, jetzt gucken wir mal. Ja, vielleicht ist hier unser sogar näher dran an seinem, aber das nützt uns dann am Ende auch nicht viel. Wenn der einen in der Mitte hat, dann sind unsere ja egal, auch wenn wir 75 Stück am Rand haben. Na gut, der ist jetzt aber nicht so hinderlich, solange der hier noch da ist. Also soweit passt es, ne? Aber was halt gar nicht geht, ist, dass man, wenn man den letzten Stein hat und dann noch Punkte verliert, ne? Das geht gar nicht. Dann hat man eigentlich, den kann man eigentlich schon einpacken, wenn das passiert. So, versucht er jetzt wirklich, den hier auch noch anzugreifen. Versucht er, aber schafft er nicht. Ja, da ist unser deutlich näher drin. Also, bisher ist der Rote hier der Beste, dann der Gelbe. Alles wunderbar. So, das Problem ist, wie machen wir das jetzt, dass wir hier den zum Halten bekommen? Aber wird eh egal sein, weil er den eh wieder rauspfeffert. Das heißt, wir können hier jetzt eigentlich so ein bisschen üben. Wenn wir den hier hin machen, von der Stärke und genau auf die Mitte, mal gucken, was dann passiert.
ob das denn von der Länge hinhaut. Oh, die sind immer so schnell. Auch der hält nicht an. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Das war jetzt beim letzten Durchgang schlimmer. Da hätten wir eigentlich auch 3 Punkte machen können. Weil der jetzt sowieso einen in der Mitte selbst platziert. Wenn unser da jetzt gelegen hätte, dann hätte... Oh, okay, das ist jetzt blöd. Da habe ich jetzt auch nicht... Oh, da hat er jetzt die Chance, 2 Punkte zu machen. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Jetzt, ich hatte jetzt gedacht, dass er einfach nur einen hier hinlegt. Aber der kann natürlich jetzt unseren hier raushauen und macht dann hier 2 Punkte. Wenn das alles glatt geht bei ihm. Aber es sieht aus, na, der geht hier auch doch zu weit raus. Nein, passt. Nee, nee. Also, 2 Punkte. Die Amis kontern. Das ist natürlich blöd gelaufen für uns. Das ist jetzt schade. Ach Mensch, das ist ärgerlich. Aber wie kann ich den denn platzieren, dass der so langsam ist und dann da drin bleibt? Das bin ich irgendwie noch nicht so hingekommen, weil das mit der Stärke. Da haben wir so unsere Probleme. Ich kann ja mal ganz kurz schauen. Wurf. Wenn die linke Maustaste gehalten wird, erscheint ein weiterer grüner Pfeil. Aber das ist jetzt eher bei dem schweren Wurfmodus. Wischen. Steinrichtung minimal. Weiter gleiten. Puh. Tja, wie schaffen wir hier so einen ganz kurzen, ne? Das ist die Frage. Bedienung. Ja, also wir müssen noch mal kurz gucken, wie wir den hinkriegen. Also wenn wir jetzt, ja, wenn wir hier ganz nach hinten gehen, okay. Sollen wir mal versuchen, an ihm vorbeizuspielen? Also ich kann ja mal gucken, wenn wir den hier hinten hin machen, wie weit der dann geht. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, Mensch, ey, gibt's ja nicht, dass der hier 2 Punkte dann tatsächlich doch noch macht und unser Spiel von eben quasi ausgleicht. Das ist jetzt echt schade. Ja, das sieht aber gut aus. Also wenn wir hier wirklich hier hinten hin das hinmachen, dann kommt der auch ungefähr dann gerade hinter die Linie. Müssen wir zusehen, dass wir den vielleicht, ja, zwischen der Linie und dem weitesten, was wir wegmachen können. Da müsste es eigentlich hinhauen, dass der genau hierhin kommt. Zur Not mache ich mir da einen Strich auf mit dem Adding auf den Monitor oder so. So, jetzt fängt er natürlich an, hier Steine reinzukriegen. Oder reinzuspielen. Die werden wir jetzt natürlich dann immer wieder versuchen rauszuhauen. Und hoffen, dass er dann halt irgendwann den Fehler macht. Und unseren Stein nicht zu fassen kriegt, damit wir immer nachziehen können, einen sicher haben, damit wir auf jeden Fall auch dann 2 Punkte am Ende haben. Das wäre jetzt so das Ziel. Wenn möglich auch so ein bisschen geschützt von der Guard. Nicht zu dicht hier dran, dass der dagegen geht, das wäre nämlich fatal. Da müssen wir immer 2 Steine hinterherlaufen. Und wir wollen ja nicht nur einen Punkt machen mit dem letzten Stein, sondern wir wollen ja versuchen, 2 zu machen. Oder noch mehr. Boah, jetzt haben wir seinen doch ein bisschen zu wenig angetippt, ne? Ich hoffe mal, dass wir da nicht, jetzt den nicht so zustellt, dass wir da nicht mehr hinkommen. Jetzt haut er unseren raus und dann haben wir da nämlich 2 von ihm drin, die wir dann raushauen müssen. Und zwar so brutal, wie es nur irgendwie geht. Um das Ganze hier wieder so ein bisschen aufzuräumen. Ah, oh, ganz scharf hier vorbei. Gucken, ob er es schafft. Nein. Also unser bleibt hier zumindest so ein bisschen drin. Das ist schon mal okay.
Er scheint auch nicht so zufrieden zu sein. Ah, so kommen wir natürlich da nicht hin. Also wenn wir es hier schaffen, jetzt beide rauszukriegen, das wäre der Hammer. Und unseren natürlich noch drin belassen, aber ich glaube, also das wäre, würde schon an ein Wunder grenzen. Aber wäre schon ziemlich genial. Dann hätten wir hier eine gute Basis, um hier wirklich doppelt zu punkten. Und das nach dem dritten Stein von uns. So, mal gucken, ob's klappt. Ja, ich kann da jetzt auch nicht eingreifen, weil wir brauchen hier diese Kurve, die der Stein macht. Oh, nee, oder? Oh, und dann geht der zwischendurch. Oh, das ist ja scheiße jetzt. Oh, Mann, 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 Mann. Das war jetzt natürlich total dämlich. Oh, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ach, herrje. Na, super. Ja, das ist jetzt egal. Hat sich nicht viel getan. Also, das war jetzt auch nicht der Plan. Das heißt, er gibt uns hier wirklich nochmal eine Chance. Ja, sollen wir es nochmal so probieren? Oder sollen wir den einen von ihm einfach ignorieren? Also ich glaube, Risiko möchte ich jetzt nicht mehr so gerne spielen. Hm, auch doof, ne? Machen wir es mal so. So, ein bisschen schneller und jetzt ist er auch so ein bisschen versteckt. Also, das ist soweit erstmal hier in Ordnung. In der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei Curling 2012. Und wir stellen uns einfach vor, wir sind gerade bei Olympia. Juhu. Also, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Curling 2012. Bis dann.